In der Universitätsgemeinde Neubiberg, einem beschaulichen Vorort von München, liegt die Universität der Bundeswehr. Derzeit studieren hier ca. 3000 Soldaten und 450 Soldatinnen. Sie sind ganz normale Studenten mit ganz normalen Projekten an einer nicht ganz alltäglichen Universität. In erster Linie dient die Uni der akademischen Ausbildung des Offiziernachwuchses. Die Lehre ist ebenso frei wie an zivilen Hochschulen und basiert auf einer freien Forschung. Alle Abschlüsse sind staatlich anerkannt. Das Studienangebot umfasst Fächer aus den Bereichen Wirtschafts-, Geistes-, Sozial- und Ingenieurwissenschaften. Hier haben die Studenten zahlreiche Möglichkeiten, sich an Forschung und Entwicklung zu beteiligen. Bachelorarbeiten können auch in der Praxis Anwendung finden, wie zum Beispiel Johnny Five und Spider, die sich in unwegsamem Gelände zurechtfinden können. Also ich bin Student, ich habe meine Bachelorarbeit abgeschlossen und bin jetzt aktuell an meiner Masterarbeit. Meine Bachelorarbeit war der Johnny 5. Also das hier oben, das ist der Ultraschallsensor. Der sendet einen Ultraschallimpuls aus, empfängt ihn mit der anderen Seite wieder und aus der Laufzeit ergibt sich die Entfernung, die er gemessen hat. Dann haben wir hier an den Seiten die Arme, bestehend aus 5 Servomotoren. An dem hier kann ich es zeigen. Das ist einmal das Schultergelenk und 2 Armgelenke plus ein Handgelenk und zum Öffnen und Schließen von der Hand. Und damit kann er quasi Gegenstände aufheben oder andere Sachen aus dem Weg räumen. Ein weiterer Teil der Forschung beschäftigt sich mit dem Hochwasserschutz, der durch den Klimawandel immer wichtiger wird. Bei dem Projekt geht es um eine Untersuchung zum Hochwasserschutz über den Gartnertalbach, der ist in Lermoos, das ist in Österreich. Und da ging es darum, dass beim Starkregenfall das Dorf, was unten im Tal ist, überflutet wird. Und bei der Untersuchung ging es darum, dass ein Bauwerk in diesen Bach eingesetzt wird. Und dieses Bauwerk soll im Starkregenfall das Wasser seitlich ableiten, damit nicht mehr so viel Wasser oder nicht mehr so viel Strömung unten im Tal ankommt. Und im ersten Schritt bei dieser Untersuchung haben wir eben das Bauwerk nach Originalplänen nachgebaut und im zweiten Schritt optimiert. Zum einen haben wir die seitlichen Auslässe größer gemacht und Leitschaufeln eingebaut. Die Leitschaufeln kann man sich ungefähr so vorstellen, wie bei der Autobahn die Abfahrten. An der Uni der Bundeswehr wird im Trimestersystem studiert. Ein Trimester besteht im Gegensatz zum Semester nur aus 3 Monaten. Dabei gibt es ein Winter-, Frühjahr-, Sommer- und Herbsttrimester. Ein großer Nachteil meiner Meinung nach ist, dass wir halt eben in Trimestern studieren. Man studiert zwar dadurch schneller, man hat früher seinen Abschluss, aber man hat quasi 9 bis 10 Wochen, wo man sich halt eben auf die Prüfung vorbereiten kann und muss sogar. Und dann schreibt man die Klausuren. Das sind dann meistens, in meinem Fall jetzt, ich studiere ja Staats- und Sozialwissenschaften, sind das 3 bis 5 Klausuren im Schnitt immer. Und kaum hat man die letzte Klausur geschrieben, fängt schon am nächsten Tag wieder das neue Trimester an, sodass man halt eben wirklich 4 Jahre am Stück wirklich die ganze Zeit halt eben pauken muss.
eigentlich, ich sag mal, wenn man im Stoff dabei bleibt, ist das Trimesterstudieren super. Wenn man natürlich sich da ein bisschen schwer tut, ist Trimester dann schon richtig hart zum Studieren. Die Studenten verdienen während dem Studium weiter ihr Gehalt als Soldaten und die militärische Ausbildung kommt auch nicht zu kurz. Ja, dieser Mittwochnachmittag ist freigehalten für militärische Veranstaltungen. Das heißt, da hat auch der Chef, wir haben alle noch einen militärischen Vorgesetzten, die Möglichkeit, Antreten zu machen oder dann politische Bildung, die jeder Soldat im Jahr dann machen muss, anzusetzen. Beziehungsweise, was jeder selbstständig im Laufe des Jahres ablegen muss, ist der Ersthelfer Alpha, das heißt Sanitätskurs, den jährlich. Wir müssen jährlich schießen gehen. Wir haben Märsche zu absolvieren. Wir haben das deutsche Sportabzeichen abzulegen, wir haben einen Basisfitness-Test abzulegen und so sind es halt so Kleinigkeiten, die übers Jahr verteilt, kann man sich dann selber einteilen, wie das halt je nachdem, wie es angeboten wird, aber man muss das im Laufe des Jahres ablegen. Also ich bin jetzt 6 Kilometer gelaufen, ist Leistungsmarsch, man muss davon bei uns 2 im Jahr erfüllen. Einen 12-Kilometer Marsch, den habe ich schon im März gelaufen. Heute eben den 6-Kilometer Marsch. Man darf dafür 60 Minuten brauchen. Ich bin jetzt in 45 Minuten gelaufen. Marschstrecke war in Ordnung, abwechslungsreich. Der Flight natürlich, es ist immer sehr heiß, wenn die Sonne so drauf brennt. Aber es ist jetzt, sage ich mal, keine so extrem schlimme Leistung, die man erbringen muss. Die Uni der Bundeswehr München ist wie eine eigene kleine Wissenschaftsstadt, die ihren Studenten bestmögliche Lernbedingungen bietet, mit dem Unterschied, dass ihre Studenten gleichzeitig Soldaten sind.